Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge vom Minecraft-Jura zusammen mit Let's Grotti. Hi. Es hat 25 Folgen gedauert, es tut mir so leid, ich habe nicht gesehen, dass Minecraft Aufnahmeding zu groß über den Rand gezogen war und deswegen einfach die Leiste unten und die Hälfte vom Chasten nach Items Inventar gefehlt hat. Ja, nach drei Aufnahmetagen habe ich eigentlich nicht wirklich da. Ich dachte, es hätte gepasst. Wird es jetzt schon wieder Nacht ist oder gerade Tag? Mann. Lass uns schlafen gehen, ich will Oh, zu den verdammt. Dinos. Ah ja, dann wird es ja eben Killer. Oh Gott, ich glaube, das ist dumm, was ich hier gerade mache. Ich hinterfrage nichts, was du da unten machst. Sieht man nur seinen Namen da unten, Alter. Okay. Wollen wir mal was anreden? Ich schaue erstmal nach unseren Ich war heute. Dinos. Achso. Ja, schau ich noch unseren Dios, ich rede Ja. währenddessen. Also, ich war mal wieder einkaufen. Nach Ewigkeit, ne? Das letzte Mal vor 3 Tagen. und. Da habe ich mir heute mal wieder Energy gekauft. Wie vor 3 Tagen. Und mir ist da wieder aufgefallen, wie krass. Leicht man sich, oder ich zumindest, mich von Farben triggern lasse. Also das macht die Energy Drink Lobby macht das schon gut. Bis auf Red Bull. Mit diesen bunten Dosen. Weil ich habe mich schon wieder Wow. von dieser hellblauen Rockstar-Dose habe ich mich wieder triggern lassen. Aber ich kann mich erinnern, dass die richtig scheiße geschmeckt hat. Ja, also wo Und ich. war, Alter, ja. ist der laut. Oh, Alter, ist der riesig. Also hellblau war ja Kokos-Ananas. Ja, genau. Das hat richtig scheiße geschmeckt. Und daran kann ich mich noch erinnern, deswegen habe ich die nicht Warte gekauft. mal, ich schalte kurz meine Taschenlampe ein. Ich muss schauen, ob irgendwo an meiner Decke hängt da ein hellblauer. Ist der hellblau gelb oder nur hellblau? Nur hellblau. Ach, das ist ein Clean Monster, der wo hellblau. dort hängt. Ne, den habe ich gar nicht. Ich finde die weißen, Ja, den den. weiß-lilanen finde ich aber auch nicht, muss ich sagen. Den weiß-lilanen habe ich jetzt, glaube ich, auch hier nirgendwo stehen. Aber was Ich habe mich hier. natürlich immer triggert, allein weil der Geschmack so geil ist, sind die dunkelblau-lilanen, dieses Granatapfel-Blaubeere, irgendwie so. Blueberry Ja, oder. Raspberry, Blueberry, irgendwie so. Raspberry, ja, das. Genau. Das ist nice, Ja, ja. das. Aber ich lasse mich halt von diesen Farben so hart Ja, triggern. das ist. Die catch ich halt einfach in sich. Das ist so gut gemacht von denen. Das Ding ist halt, wenn du. Die haben halt mit so einem Standardding angefangen. Und vor ein paar Jahren sind dann auf einmal die Farbigen gekommen, wo ich mir denke, jo, die sehen halt schon so einladend aus, dass man sich denkt so, okay, ja, den probiere ich jetzt mal, weil der sieht einfach fruchtiger aus von der Farbe her. Jetzt weiß ich mir gerade so eingefallen, es gibt übelst wenige, die rot sind. Es gab einen komplett roten mal. Der war jetzt aber auch nicht so gut. Ja, es ging. Also, ja, das war Frozen Watermelon. Ah ja, doch. Oh! Den gibt's auch immer noch und der ist halt wirklich nicht gut. Die Aber. haben zwei Farben? Ja, männlich und weiblich. Ah, das Männchen hat rote Platten und ist eher. Ja, Warte, ich grünbräunlich. komm gleich, ich schau mir das gleich an. Meiner ist eher dunkler. Die sind übrigens jetzt Ich schau Level. mir das gleich an. Sind. Level. 5. Mit jeweils 65. Wer ist denn das? Ja, dieser Mob ist zufrieden. Ganz einfach. Irgendwann werde ich den falschen Block abbauen. Und alles wird vorbei sein. Ich habe übrigens jetzt sehr viel Weizen. Das Feld ist nämlich gut gewachsen. Beide sind gut genährt. Gut, ich lasse dich. Ach so, ja, warte. Ich muss mich auch um das Glas kümmern. Oh nee, ich hab nicht ausgeleuchtet unten. Oh nee, jetzt werde ich so bereuen. Ja, der ist schon der erste. Da mit dem Pfeil fliegen.
Ja, das Glas muss safe reichen, Alter. Ich kann nochmal den Stack und 3 zurücklegen. Gut, jetzt brauche ich nur 1000 Half-Slabs. Okay, das sind buchstäblich 1000. Ja, aber doch, das könnte. Wo kommt denn jetzt der Kies doch, her? Das könnte reichen. Es wird Nacht! Oh mein Gott, ich hasse es. Hab ich den Pack kaputt gemacht? Ich freue mich, wenn es mal so ausgeleuchtet ist, dass wir selbst bei Nacht wieder raus können. Das wäre schön. Kann ich jetzt hinlegen? Ja, kann ich. Gut. Du bist auch endlich. Alter, jetzt kommt schon wieder Kies runter, ich krieg's kotzen. Oh Gott, wo war ich denn das Gehege hin? Wie nutzen wir denn die freie Fläche vor dem Haus? Kommt da irgendwas hin, oder? Gute Frage. Plant nicht. Oh, Cultivation has failed. Was? Okay, nein, hier wäre auch nicht, glaube ich, nicht genug Platz, um ein Triceratops-Gehege zu bauen. Muss ich jetzt noch mal ein Stückchen weiter hinten? Kann das sein? Oder wie sieht das hier aus? Oh nice, wir haben die Triceratops-DNA behalten. Nice. Ist er kaputt gegangen und ja. Also ja, du behältst sie immer, aber es ist halt nervig, dass das Ding kaputt geht. Ich pack's wieder rein in den nächsten. Ich bin immer gerade echt am überlegen, wo ich das Gehege bauen soll. Ich glaube, ich baue es neben das Stego-Gehege. Ja, wird passen, glaube ich. Dazwischen können wir so kleine Stände machen. Oder passt das für unser Haus? Aber wollen wir ein Gehege so noch im Haus haben? Das ist eine gute Frage. Man kann ja sowas wie die Dodos vors Haus packen, die kleineren Dinge. Wir brauchen ja kleinere Gehege, das geht da schon einfacher. Ich lasse mal einen gewissen Abstand von gesunden 2, 4, 6, 8, 10 Blöcken zwischen den Gehegen. Ich glaube, du weißt warum. Alles bloß reine Sicherheit. Alter, wie gut hier unten diese Gerüste wären. Ja, die Gerüste wären echt nice. Es ist einfach so schwer abzuschätzen, ob das Gehege jetzt gleich groß wie die anderen ist oder größer als das von den Stegos. Ich glaube, also es ist vielleicht sogar eher kleiner. Ja, die sollten vielleicht ungefähr gleich groß sein. Das ist schwerer als man denkt. Ruhig. Weil das einfach viel hügeliger ist und hier ist in der Mitte riesiges Loch, Alter. Das darf ich erstmal alles stopfen. Komm schon.
Krieg überlebt das. Ey, ich bin doch so ein Vollidiot. Ich sehe ja auf der Minimap, ob die gleich groß sind. Mein Gott, dann haben die halt ein bisschen mehr Platz. Okay, da ist wirklich ein bisschen mehr Platz. Die Ecke da vorne arbeite ich nochmal raus. Ja, so viel Platz brauchen die nicht. Sind ja nicht auf einem Wunschkonzert. Alter. Das ist das schlimmste Gehege, Alter. Es geht überall auf, runter, rauf, runter. Es ist so unförmig. Ja, aber das zeigt, dass wir, ja, uns in der Natur bauen. Der Natur anpassen. Genau, nicht die Natur und. Genau, wir könnten rein. Bis auf den Wald, den ich vorher zum Haus abgeholzt habe. Ja, wir könnten auch alle. Aber den lassen wir mal außen vor. Theoretisch hätten wir ja auch die ganze Ebene hier platt machen können und da einen Park draufstellen. Aber solche Menschen sind wir ja nicht. Ja, genau. Nicht so, es ist. Nicht so wie diese Gerüchte über unsere komische Sandform da sagten. Oder dass die Luftverschmutzung auf einmal zugenommen hat. Das sind alles Gerüchte, Alter. Alles Lügen. Davon nichts war. Perfekt. Wachsen eigentlich schon Pflanzen da drin, also. Ach ja, ne, warte, ich muss ja das ganze Loch jetzt zustopfen. Ja, da werde ich nochmal Pflanzen brauchen. Das Wasserloch da drunter bleibt. So ein Wasserloch ist immer eine schöne Deko. Ja, das Wasserloch wird zugeschüttet. Du hast gerade gesagt, das Wasserloch da unten bleibt. Ja, das ist. Alter, das ist einfach drei Blöcke nach unten gesunken. Das ist kein schöner Strand. Obwohl ich keinen schönen Strand aus Terraform, also. Nein, das ist mit dem Pferd nicht kaputt. Da ist schon wieder ein Pferd. Pferde haben es irgendwie nicht so mit uns. Ja, aber diesmal ist es außerhalb geblieben. Nicht zu sehr. Gut, vielleicht reicht das Glas ja doch nicht. Aber dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Seid gespannt auf die nächste Folge von Minecraft Duo. Sind die gleich groß? Ich glaube sogar, die sind so wie bei. Ich glaube sogar, dass die Stegosaurier bald ein Problem haben. Aber naja, das ist nicht mein Problem. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.